Heidi Klum plus Leni Klum, ich würde schämen Kritik für die Schuhfotos. Es scheint ihnen egal zu sein, was Kritiker innen denken, gemeinsam haben sich Heidi Klum, 49, und ihre älteste Tochter Leni Klum, 19, wieder in sinnlichen und freizügigen Dschu vor die Kamera gestellt. Im Rahmen der neuen Kampagne des Unterwäschelabels Intimissimi präsentiert das Mutter-Tochter-Duo sehr leicht bekleidet die Frühjahrskollektion aus weißer Spitze und zarten Fliederfarben. Als Markenbotschafterinnen der italienischen Marke zeigen sich die beiden Klum-Frauen nicht das erste Mal gemeinsam in Unterwäsche auf Werbeplakaten und anderem Marketingmaterial. Zuletzt hatten die beiden im Herbst 2022 als Models die Herbst- und Winterkollektion mit freizügigen Fotos beworben. Dafür hatte es allerdings, vor allem in den USA, zum Teil harte Kritik gehagelt. Unter anderem fanden es Kritiker, innen wie US-Doc Mr. Howard Stern, 69, unangemessen, dass sich Mutter und Tochter gemeinsam halbnackt vor der Kamera zeigten. Auf Social Media wurde die PR-Kampagne zum Teil als seltsam und verstörend bezeichnet. Auch die neuesten Kampagnenbilder stoßen bei vielen FollowerInnen sauer auf. Viele Fans verstehen nicht, wie sich Mutter und Tochter gemeinsam so freizügig präsentieren können und finden die sinnlichen Fotos unangebracht. Sätze wie "Ich wäre nicht stolz darauf, meine Tochter auf diese Weise zu zeigen. Ich würde mich schämen und traurig fühlen" landeten in der Kommentarspalte des Postings. Einfach nur billig, billig, billig gehörte zu einem weiteren Negativkommentar, der den Nerv vieler UserInnen traf. Worte, die verletzen können. Um sich und ihre Tochter vor einem Shitstorm auf ihrem Instagram-Account zu bewahren, deaktivierte die Modelmama die Kommentarfunktion und beendete dort zumindest die allgemeine Meckerei. Trotz ihres jungen Alters ging Leni Klum aber schon damals professionell mit dem kritischen Feedback um. Bei der traditionellen Halloween-Party ihrer Mutter erklärte sie dem US-Portal Page Six: "Ich habe mich ehrlich gesagt nicht mit den Reaktionen beschäftigt. Sie sei sehr glücklich mit der Kampagne und habe einen tollen Tag mit ihrer Mutter verbracht. Ich liebe sie. Sie ist eine Inspiration. Die Ratschläge, die sie mir gibt, wie sie arbeitet, einfach alles an ihr", berichtete sie den ReporterInnen über die Zusammenarbeit mit Mama Heidi. "Ich liebe es, mit ihr zu shooten." Anführungszeichen. Leni Klum treibt aber nicht nur ihre Modelkarriere voran, sondern lebt seit August 2022 in New York und studiert dort Innenarchitektur. Dass sie nebenbei aufs College geht, macht ihre berühmte Mutter stolz. Dem People Magazin erzählte die 49-Jährige Anfang März: "Ich bin sehr stolz auf meine Tochter und ihr Modeln. Und sie studiert nebenbei, sie schaukelt das schon." Anführungszeichen. Verwendete Quellen: page6.com, people.com, instagram.com.